Yo, Leute, was geht ab? Hier ist Stupid the fucking Crank im Maximo Studio bei einer neuen Folge von Spaß. Ja, mein Name ist Stupid Crank. Wir sind hier im wunderschönen Berlin im Studio von Maximus Musik hinter der Kamera Junk One. Und ich habe euch bei Instagram darum gebeten, mir mal ein paar Fragen zu stellen, die ich heute gerne beantworten möchte. Und aus euren. Wurde ein bisschen krasser, als ich dachte. Ich habe mir jetzt einfach mal 10 davon rausgesucht. Wir kommen mal zu Frage 1. Wieso die Maske und was bedeutet das Zeichen? Ich sag mal so. Die schwarze Maske schützt meine Identität. Sie fragen mich woher, ich sag ASMC. Ja, eigentlich nur so ein Identitätsding. Ich bin halt noch Arbeitnehmer, ich kann von Musik nicht leben und möchte so ein bisschen Privatleben möchte ich ja mal bitte auch mal, ja. Also das Zeichen, das soll mein Logo darstellen. Das ist ein Fadenkreuz mit Pfeilen in jede Himmelsrichtung und soll eigentlich nur symbolisieren, dass egal wo du hingehst, ich werde dich finden und treffen. Wie kamst du auf den Namen Stewie Crank? Ich hatte mal eine Freundin, dessen kleiner Bruder Stewie hieß, der mich schon voll geflasht hat. Und zeitgleich kam das erste Mal im deutschen Fernsehen Family Guy raus. Gucke ich heute noch liebend gerne. Und da, Stewie, brauche ich niemandem erzählen. Und Crank ist einfach die Übersetzung für der Sonderling. Und ich fand die Anordnung ganz geil, Stewie Crank. Stupid the fucking Crank. So kam ich auf den Namen. Worum geht es in deinen Songs? In meinen Songs geht es eigentlich hauptsächlich um inhaltslosen Müll, der sich irgendwie gut anhört auf dem Beat. In erster Linie bearbeite ich entweder irgendwelche Themen oder irgendwelche Sachen, die ich einfach selber entweder lustig oder geil finde. Und hoffe, dass das irgendwie mal ankommt. Dass ich mir hier ein paar Mark dazu verdiene, wie schieße ich meine. Seit wann machst du Musik? Ich habe, glaube ich, 2007 angefangen mit Rappen. Das war so ein Ding, das wurde durch 8 Mile gestartet. Da haben wir uns auf den Schulhöfen und generell so von Stadt zu Stadt mit irgendwelchen anderen gebettelt und fanden das so lustig, dass wir daraus einfach weitergemacht haben. Wurde ein Hobby, wurde eine Lebenseinstellung und so hat sich das dann alles entwickelt. Ich habe angefangen mit Volt früher in Wedding, Türkenstraße, in der 65. Und da haben wir das erste Mal mit Headset so ein paar Sachen aufgenommen. Später hat dann ein alter Kumpel von uns, Dr. Chuck, der hat sich ein Homestudio eingebaut. Dann ging es da viral und hin und her. Dann habe ich lange Zeit mit Junk One Musik gemacht und damit Gruppenzwang Entertainment. Und jetzt machen wir Maximus, Real Life Motherfucker. Machst du ein Album? Ich werde dieses Jahr auf jeden Fall kein Album machen, weil wir jetzt erstmal den ganzen Laden hier ein bisschen in Bewegung setzen wollen und ein paar Singles droppen, Videos machen, erstmal in diesen Arbeitsrhythmus reinkommen wollen. Und nächstes Jahr kommt definitiv ein Album und der Titel davon wird schon heißen Suchen, Finden, Schießen. Voll aggressiv, aber es ist irgendwie auch hübsch. Und darum geht's doch. Es geht um gut aussehende Aggressivität. Darum geht's. Wer oder was inspiriert dich? Apple. Nein, im Großen und Ganzen kann man die Frage gar nicht so richtig beantworten, weil ich überhaupt nicht so weit denken kann. In erster Linie, mich inspirieren eigentlich nur Sachen, die ich höre, erlebe und in Verbindung bringe. Da auch schon die nächste Frage, was hörst du für Musik? Ich höre nur Beats. Ich höre den ganzen Tag nur Beats und habe mir eine Playlist bei Spotify erstellt, um mal irgendwie von Beats wegzukommen. Und ach ja, wenn ihr bei Spotify mal richtig schöne Musik hören wollt, dann geht einfach bei Spotify Werbung auf meine Playlist, die heißt Stewie Time. Wunderschöne Musik, ist für jeden was dabei, versprochen. Könnt ihr mir gerne glauben. Wohin willst du mit der Musik? In erster Linie soll das hier über so ein Hobby hinausgehen. Wir stecken da sehr viel Arbeit rein und wollen auch irgendwann mal Früchte tragen. Deshalb haben wir uns jetzt dieses Jahr mal so ein bisschen, wie gesagt, in Bewegung gesetzt. Arbeiten viel dran. Junk produziert die Beats. Ich bin halt ein krasser Rapper und das ist unser Ding jetzt geworden. Wir nehmen das jetzt schon ein bisschen ernster und ich würde am liebsten davon leben können. Ich will um 8 Uhr ins Studio kommen, will dann 10 Stunden Musik machen und um 18 Uhr fertig sein. Und das jeden Tag. Außer am Wochenende und Feiertagen.
Ja, das waren die 10 Fragen, die ich mir da rausgesucht habe von euch Menschen. Und ja.